Hallo und willkommen zu einem weiteren Battlecheck. Heute schauen wir uns mal wieder eine Inselexpedition an. Bisher haben wir uns ja nur eine angeguckt, nämlich die Ruinen von Ungol. Aber es wird ja zum Release von Battle for Azeroth insgesamt 6 oder 7 verschiedene Inseln geben. Und heute sind wir jetzt mal in der Spinnensenke. An sich laufen die Inselexpeditionen auf jeder Insel natürlich gleich ab, aber seit dem letzten Video hat sich generell auch einiges wieder getan in der Beta, wo wir jetzt sind. Das alte Video war ja sogar noch in der Alpha. Und man kann jetzt sehr viel mehr Polish, sag ich mal, in den Inselexpeditionen sehen. Also das ganze System wurde ein bisschen weiter verbessert und es gibt neue Details und so weiter. Hier zum Beispiel, früher waren das solche goldenen Kugeln, die die Elite-Gegner gedroppt haben. Jetzt sind das solche Azerit-Rückstände, auch mit so einer coolen Animation, dass so ein Azerit-Teil in uns rein, weiß ich nicht, reinfliegt, aber irgendwie ein bisschen cooler. Jetzt hat man hier wieder diese Azerit-Energie, verursachter Schaden um 30% erhöht und maximale Gesundheit um 30% erhöht. Und wie immer hat man hier oben halt das Interface, was anzeigt, wie viel Azerit man sammeln muss. Immer noch müssen 6000 Azerit gesammelt werden. Wir spielen hier wie immer gegen die Allianz. Und wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen an, wie diese andere Insel aussieht. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch auch aus. Ein bisschen mehr Wald, sag ich mal, als bei der anderen Insel. Die andere Insel war ja eher so tropisch. Hier haben wir jetzt auch direkt wieder so einen NPC, der gefangen ist, hier in so einem Sandhaufen. Dafür bräuchten wir jetzt wieder so eine Schaufel. Ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr das erste Video mal gesehen habt. Auf den Inselexpeditionen befinden sich ja immer solche NPCs, die irgendwie in der Falle stecken oder so. Und da braucht man jetzt eine Schaufel für. Hier sind jetzt auch wieder irgendwelche Azerit-Splitter in der Erde drin, die man abbauen kann, auch wenn man nicht Bergbauer ist natürlich. Das kann jeder machen. Wir sind hier wieder mit 3 Spielern insgesamt drin. Und die anderen 3, gegen die wir kämpfen, die Allianzler, sind NPCs. Das hier ist der normale Modus, also nicht der heroische Modus. Genau, und jetzt die ersten paar Minuten. Hier sieht man ja wieder diesen Azerit-Detektor. Der geht noch 7 Minuten 30 bis die nächste Phase der Inselexpedition beginnt und bis dahin kann man jetzt hier einfach mal rumlaufen, die Elite-Gegner töten, die viel Azerit einbringen, dann versuchen diese NPCs zu befreien, die kleinen Events zu spielen, irgendwelche Buffs zu sammeln, die hier überall rumliegen, Schatztruhen aufsammeln, Bergbauvorkommen abbauen und so weiter und so fort. Oder man schaut sich einfach diese hübsche Insel hier an. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. So, hier. Das Thema auf dieser Insel kenne ich im Moment noch nicht, muss ich sagen. Das werden wir wahrscheinlich sehen, wenn wir hier ein bisschen weiter voranschreiten. Was auch zum Beispiel neu ist, jetzt auf der Karte, hier auf der Minimap, werden Azerit-Quellen wirklich als so ein Azerit-Symbol angezeigt, nicht mehr nur als gelbe Punkte. Und wenn wir jetzt mal die Karte aufrufen, die ist auch so ein bisschen neu, also die ist immer noch sehr grün, weil Beta und so. Aber man sieht hier jetzt, also das hier ist unser Schiff, dieses Symbol hier unten. Und hier ist jetzt zum Beispiel so ein rotes X und später werden noch mehr von diesen roten X-Symbolen auf der Karte sein. Und das sind quasi immer die Hinweise für uns Spieler, dass man da mal hingehen sollte, denn dort ist irgendwas Interessantes und dort gibt es sehr viel Azerit. Und dann gibt es hier noch so Totenköpfe, da kann man dann auch mal hingehen. Da sind dann irgendwelche größeren Elite-Gegner, die man töten kann, die sehr viel Azerit sammeln. Hier ist jetzt zum Beispiel auch ein Ausrufezeichen, wo man hingehen könnte, da gehen wir mal hin. Und diese Ausrufezeichen zeigen meistens an, hier ist so ein NPC, den man retten kann. So, das hat quasi, oh, jetzt ist hier gerade ein Event gespawnt, wie man sieht. Hier müsste jetzt auch ein rotes X, glaube ich, sein. Nein, ist nicht. Wahrscheinlich, weil ich hier jetzt schon bin. Aber hier sind jetzt wieder solche Elite-Gegner gespawnt. Mein Teammitglied ist da hinten. Dann gehen wir mal zu ihm. Und dann können wir hier dieses Event spielen. Das ist quasi ein Erdbeben, was ausgebrochen ist. Und jetzt sind hier halt solche Azerit-Elementare gespawnt. Wir sind jetzt immer noch im normalen Modus, hatte ich ja schon gesagt, deswegen ist das hier ein bisschen leichter. Später wird es dann noch einen heroischen Modus geben und einen mythischen Modus und einen PvP-Modus. Aber der normale Modus ist sehr, sehr einfach, da stirbt man eigentlich so gut wie gar nicht. So, jetzt habe ich hier vorhin auch auf der Karte gesehen, schauen wir mal, nein, auf der Minikarte habe ich vorhin gesehen, dass hier auch die Allianzgruppe gerade angekommen ist. So, jetzt haben wir den Elite-Gegner besiegt, können das ganze Azerit abbauen und man sieht, wir haben jetzt schon hier 3337 Azerit eingesammelt. Das ist schon sehr, sehr viel, muss man sagen. Der Typ hier steht immer noch rum. Scheinbar braucht er auch irgendeinen Gegenstand, den man hier einsammeln muss. Bin mir nicht sicher, welcher Gegenstand, aber er steht hier auf jeden Fall einfach nur rum. Ach so, er sieht so ein bisschen versteinert aus, wobei, man weiß es nicht, vielleicht, er sagt hier auch, bla bla. Ja, man soll ihm irgendwie helfen, wie auch immer.
Man weiß es nicht, wahrscheinlich muss man irgendeinen Gegenstand einsammeln. Naja, gehen wir hier einfach mal ein bisschen weiter und schauen uns noch mehr die Insel an, damit wir sehen, dass es hier auch ein bisschen anders aussieht als eben halt auf der anderen Insel. Hier sind wir jetzt die ganze Zeit nur am Rand. Hier ist auch, was ist das denn hier? Schauen wir mal, mundberührte Ruinen. Machen wir mal. So, jetzt haben wir hier einen Buff bekommen für 10 Minuten. Kritische Trefferchance um 30% erhöht, aber erlittener Magieschaden um 50% erhöht. Aber auch ganz schön viel. Hier ist auch so ein Rahmob gerade gespawnt. Dann gehen wir mal weg hier, denn der hat ganz schön was auf Lager. Okay. Dann rasen wir einfach direkt in den nächsten Rahmob und sterben. So geht es natürlich auch. So, schauen wir mal auf die Map. Das Rote Kreuz ist immer noch da. Da gehen wir gleich einfach mal hin, um zu schauen, was da los ist. Denn wir sind jetzt schon bei 4442 Azerit. Das geht hier, wie gesagt, relativ schnell. Das ist immer so ein bisschen unpraktisch, dass die Inselerkundungen so schnell vorbei sind. Dann kann man sich gar nicht die ganze Insel angucken. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Clou hinter den Inselexpeditionen, dass man es gar nicht schafft, die ganze Insel zu erkunden, weil es vorher schon fertig ist. Aber dann beim nächsten Mal, wenn man hingeht, dann kann man es eben halt wieder probieren, irgendwo anders hinzugehen, wo man noch gar nicht war. Und so ist dann immer dieser Wiederspielwert, den die Entwickler so anpreisen bei den Inselerkundungen. Aber jetzt machen wir hier einfach mal gar nichts und schauen uns die schicke Insel an. Da hinten ist auch wieder ein Rare Mob. Was ist das denn? Ah, okay, das ist so ein Etin oder wie die heißen. Und das Coole ist jetzt auch, diese Rare Mobs, die leuchten immer so nach so ein Azerit-Schimmer haben sie immer auf sich. Der hier gibt 300 Azerit, wenn man ihn tötet. Und die Mobs, die halt sehr viel Azerit geben, die haben halt immer so ein Azerit-Schimmer auf sich. Das sieht ganz schick aus. So. Hier sind jetzt solche Ruinen irgendwie. Ich bin mir auch nicht sicher, wieso das hier Spinnensenke heißt, weil bisher habe ich hier keine Spinnen gesehen. So, was haben wir hier? So ein Wirbelsturm und da ist auch so eine Kiste. So, was passiert denn, wenn man hier so reingeht? Wird man wahrscheinlich weggeweht. Ja, muss man also aufpassen, wenn man diese Kiste einsammeln möchte, dass man nicht von diesen Wirbelstürmen getroffen wird. So, jetzt 150 Azerit eingesammelt. Schnell wieder weg, sonst werde ich getroffen. Hier schlägt jetzt auch ein Blitz ein, alles klar. Aber Spinnen sehe ich hier irgendwie keine und dafür, dass das. Ah, da sind Spinnen, unglaublich. Ein paar Spinnen sind doch in der Spinnensenke. Wahrscheinlich ist das hier auch diese Senke, denn da hinten sind noch mehr Spinnen. Da ist ein Skelett. Hier ist so eine Rare-Spinne, die auch wieder nach Azeritrückständen leuchtet. So, hier sind ein paar Trox. Also hier ist wieder alles mit dabei. Spinnen, Trox, Wölfe, Etins. Da vorne ist ein Schrein oder ähnliches. Verfluchte Opfergabe. Schauen wir mal, was die macht. So. Mal wieder ein Buff. Meisterschaft um 30% erhöht und maximale Gesundheit um 50% verringert. So, jetzt sehen wir, hier ist gerade die Allianzgruppe aufgeschlagen. Scheinbar haben wir diese Drenai-Gruppe, die es gibt. Die Lichtrecher. Die laufen jetzt auch gerade rum, aber wir schauen uns einfach nochmal ein bisschen die Gegend an. Damit wir sehen, wie das hier aussieht. Sehr schön. Ja, sieht auf jeden Fall komplett anders aus als auf der Insel, die wir bisher kannten. Dann beleben wir es mal wieder. Wir sind bei 4800 Azerit und noch 1,5 Minuten, bis die Azeritmaschine funktioniert, also der Azerit-Detektor. Der Bug ist übrigens immer noch drin in der Beta, dass, wenn man wiederbelebt wird, erstmal sich die Tageszeit kurz ändert. Ich glaube, das ist nicht gewollt. So, meine Gruppenmitglieder sind da hinten. Jetzt schauen wir auf die Karte nochmal. Da ist ein neues Ausrufezeichen gespawnt. Da vorne ist ein Totenkopf gespawnt. Also, die Insel verändert sich die ganze Zeit, während man sich hier befindet. Okay, dann helfen wir jetzt mal unseren netten Gruppenmitgliedern. Die machen hier gerade. Sind hier irgendwelche, wie heißen die? Diese Sauriten oder ich weiß gar nicht, wie man sie nennt. Die sind jetzt hier gerade gespawnt. Elite-Gegner, die man angehen könnte. Wenn man denn Gruppenmitglieder hat, die einem helfen. Wo ist denn die Eule hingegangen? War hier nicht vorher noch eine Eule? Okay, dann sterbe ich jetzt halt wahrscheinlich wieder. Wenn. Ah, da kommt. Da ist ein Magier gerade gekommen. Aber die heilen sich hier die ganze Zeit. Theoretisch müsste man hier mal jemanden unterbrechen, der den heilt. Aber ich sterbe jetzt eh. Schade aber auch. Gut. Ah, und jetzt habe ich auch gerade die Wiederbelebung verpasst. Unverschämt. Aber okay, so ist das, wenn man nicht richtig die Inselerkundung spielt, sondern hier nur auf Entdeckungsreise ist. Dann gehe ich jetzt mal da hinten hin. Das sieht auch interessant aus. Da hinten qualmt's, wenn der Geistheiler Murloc mich wiederbelebt hat. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Allianz ist auch noch nicht bei 4000 Azerit, aber gleich ist der Detektor fertig. So, noch 5 Sekunden. Jetzt sagt das Gruppenmitglied auch, dass wir den Totenkopf fokussen sollen. Ja, das geht nur, wenn wir alle zusammen sind. Achso, da hinten ist wieder dieser Etin. Guru der Bergbrecher heißt er übrigens. Also waren wir hier scheinbar vorhin schon. Oder das ist eine andere Ecke, wo einfach auch nochmal so ein Etin steht.
Vor ihm liegt auch noch ein Sack von Azarit und noch so eine Schatztruhe und er selbst. Also wenn man den tötet, dann kriegt man ziemlich viel Azarit geschenkt. So. Jetzt, da vorne ist auch wieder die Allianz. Das heißt, wahrscheinlich ist das hier einfach die gleiche Gegend wie die, wo wir vorhin waren. So, springen wir hier mal ein bisschen die Felsen hoch, wenn die uns lassen. So. Haben wir. Genau, das hier ist jetzt wieder die... Mann, blöde Felsen. Das hier ist wieder die Spinnensenke, wo wir vorhin schon waren. Diesmal aber von oben. Einen schönen Überblick in dieses Bauwerk hinein. Aber hier auch sehr schön mit diesen Wasserfällen und so weiter. Gefällt mir diese Insel. Eigentlich schade, dass man die immer nur bei den Inselerkundungen sieht. Das hier könnte man auch sehr schön in die Spielwelt einfügen. Dieses Areal. Das sieht sehr cool aus. Ich bin ja immer noch traurig darüber, dass man diese Inselerkundungen über Instanzen macht und nicht, dass man selbst mit dem Schiff über die Weltmeere schippert. Aber okay. So, die Allianz hat jetzt auch schon über 4000. Jetzt gehe ich mal da hinten zu diesem Ausrufezeichen. Das interessiert mich nämlich, was man da machen kann. So, da sind die Allianzer, die mich jetzt wahrscheinlich angreifen werden, weil sie mich sehen. Ja, sie greift mich schon mit heiliger Pein an. Dann gehen wir mal schnell weg hier. Das ist hier hinten, da sind Schatztruhen. Okay. Die Zrox greifen jetzt auch an. So, verfolgt die Allianz mich? Nein, sieht gut aus. Dann werde ich nicht verfolgt. Sehr nett von ihnen. Dann kann ich hier ganz in Ruhe die Schatztruhen einsammeln. Also eigentlich spielt man das hier ja wirklich in der Gruppe und so und im besten Falle auch noch in irgendeinem Voice-Chat oder so, damit man sich koordinieren kann, wo man hingeht. Wenn nicht, kann man es natürlich auch über den Chat schreiben, aber wir sind ja gerade in der Beta und wollen das nicht richtig spielen, sondern wir wollen hier ein bisschen erkunden für dieses Video. So, jetzt gehen wir mal zu diesem Totenkopf, den es hier gibt. Was ist das diesmal? Achso, hier, so eine unsichtbare Spinne ist hier gerade gespawnt, das ist ja unverschämt. Das ist scheinbar der Totenkopf. Tiltilak. Die Riesenspinne mit Azarit-Rückständen. Okay. Dann haben wir den jetzt auch. So, das Ausrufezeichen ist immer noch da vorne, aber die Allianz steht da irgendwie die ganze Zeit. Ah, ne, jetzt ist sie weggegangen. Scheinbar sind die in der Höhle hier drin. Oder das Ausrufezeichen ist in der Höhle da. Da ist ein Zwerg gefangen. Oh, hier ist auch ein erfrischendes Getränk. Machen wir doch mal. Kriegen wir auch einen Buff. Stellt alle 15 Sekunden 5% Gesundheit wieder her und Ausdauer ist um 5% erhöht. So, Löffler, der tut nicht gut. Für den braucht man wahrscheinlich einen Schlüssel, um dieses Gefängnis aufzumachen. Aber ich sehe hier jetzt leider gerade keinen Schlüssel. Den muss man wieder irgendwo auf dieser Insel finden, damit man von ihm auch wieder Azarit geschenkt bekommt. Hier ist auch wieder diese verfluchte Opfergabe, womit man diesen Buff bekommt. Meisterschaft um 30% erhöht und maximale Gesundheit um 50% verringert. Das ist ganz schön viel, ganz schön böser Debuff. Oder Buff, je nachdem, ist ja beides. So, wir sind jetzt gleich... Oh, wir haben schon gewonnen, alles klar, das war's. So, was haben wir bekommen? Wir haben irgendwie ein bisschen Azarit da. 100 Artefaktmacht hat man jetzt bekommen. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen Gold oder so einen Gegenstand oder so bekommen. Genau, und das war's dann aber auch schon. Diese Spinnensenke ist vorbei. Jetzt habt ihr eine weitere Inselerkundung gesehen. Und genau, das war's auch. Ich wollte euch nur diese andere Inselerkundung zeigen, die es gibt. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.